Heute sind wir in Heilbronn beim Lichterzauber und wir haben die große Ehre, mit Siad das Experience Design zu gestalten. Wir haben also verschiedene Feuer- und Lichtkünste zusammengebracht, um was Größeres zu gestalten. Sinnbildlich wollen wir hier auch die Leute zum Spielen einladen, das, was uns die Kids so schön vormachen, dass wir einfach durch unsere Kunst, durch unseren Flow da den Funken im wahrsten Sinne des Wortes überspringen lassen, weil dieses Feuer und das innere Licht, was jeder in uns trägt, das wollen wir durch unsere Kunst nach draußen tragen. Den Ansatz, wie wir Erlebnisse gestalten, ist in einem Dreiklang. Flow, Joy und Togetherness. Also wir wollen die Leute herausfordern durch ein immersives Erlebnis. Wir wollen ihnen Lebensfreude bringen, aber vor allem wollen wir durch diese künstlerischen Erfahrungen einen Moment der Togetherness, also der Verbundenheit schaffen. Nach zwei harten Corona-Wintern, wo speziell die ganzen Künstlerinnen ziemlich auch auf dem Trockenen bzw. innen saßen, aber nicht ihre Kunst teilen konnten, jagt eine Krise die nächste. Jetzt finde ich schon auch spannend und auch einen großen Dank an die Sponsoren, die Stadt Heilbronn, die sagt, in den Zeiten sowas trotzdem stattfinden zu lassen, weil meines Erachtens Kunst auch ein Gefäß, auch ein Angebot, Leute zu verbinden und auch diese innere Wärme spürbar zu machen. Um 20.15 Uhr gibt es eine große gemeinsame Lichtspektakelshow und ab 21 Uhr begeistern wir dann die ganzen Zuschauer bei einer Lichterparade, wo dann verschiedenste LED-Künstler auch eine ganze Parade eben durch die Stadt machen. Beim Heilbronner Lichterzauber heute Abend hier inmitten der Heilbronner Innenstadt hatten wir wieder eine wunderschöne Resonanz. Es war eine tolle, entspannte Atmosphäre. Es war ein wunderschöner, intensiver Abend, voller Licht, voller Feuer. Das Publikum hat einfach riesig, riesig Spaß gemacht, dieses Feuer auf den Marktplatz zu bringen und dann auch die Lichtparade, den Flowspace, wo wirklich der Funk übergesprungen ist. Ich würde sagen, das Konzept ist voll aufgegangen. Es hat einfach nur Spaß gemacht.